Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von An die Arbeit. Wir sind heute bei Jaddies. Ich habe gedacht, es wird mal wieder Zeit, dass wir bei Jaddies und bei Jonathan vorbeischauen. Denn ich muss auch mal die Geburtstage überprüfen. Das mache ich auch gleich mal. Wir schauen mal rein. Oh mein Gott, morgen hat Jonathan Geburtstag und oder hat auch jemand Geburtstag? Und Jaddies hat dann 3 Tage später Geburtstag. Na, wie gut, dass ich reingeschaut habe. Das heißt, Jaddies wird doch mal jetzt einen Geburtstagskuchen vorbereiten, damit. Na, was machen wir denn? Ich glaube, das ist bei Kochen drin. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Jaddies. Ah ja, jetzt ploppt es auf. Ah, er bekommt einen Kokoskuchen. Das ist doch mal was. So, Jonathan. Wer bist denn du? Ach Gott, unsere Haushaltshilfe. Nicht schlecht. Jetzt schaue ich mal nach Jonathan. Hast du das gemalt? Oh, guck mal, Jonathan, mal das mal fertig. Und unser Levi? Der hat hier nichts zu tun. Oh, guck mal, ich glaube. Ja, ich glaube, du musst hier zur Arbeit gehen, Süßer. Hey. Du schummelst, du schwänzt die Arbeit. Ja, geh mal auf. Hopp, hopp. Aber zack, zack, jetzt. Das geht ja mal gar nicht. Ja, dieses Haus, das wird immer leerer hier. Oh, der Kokoskuchen und Geburtstagskürzen hinzufügen, bitte. Dankeschön. Ab in den Kühlschrank. Das hast du fein gemacht. Ja, die Jaddies, die arbeitet ja nichts mehr. Die hat ja aufgehört, aber man sieht, es wird immer leerer. Jetzt haben wir hier 2 Zimmer frei. Oh Mann, eigentlich könnte ja Levi jetzt nach oben ziehen, oder? Ich glaube, das machen wir. Linke Seite. Ach so, Levi ist zur Arbeit. Ja, dann geht es nicht, dann müssen wir warten, bis er kommt. Oh, Eileen hat ihren Fischi vergessen. Da ist er drin. Ein Fischi. So, wer redet jetzt mit den Pflanzen hier? Jonathan. Und unsere liebe Jaddies, die malt. Hier sind überall Bilder. Was soll denn das? Das hat Aussicht gemacht. Jonathan ist fertig mit dem Bild, hoffe ich doch. Nee, hat er auch nicht fertig gemalt. Das sind mir zwei so Chaoten. Jetzt malt mal fertig und dann gehen wir mal nochmal hier ein bisschen auf Achse. Wir werden nämlich mal Chloe besuchen. Der will es echt nicht malen. Dann verwerf es doch bitte. Schwere Aufgabe zu teilen. So. Okay. Ich würde sagen, wir reisen. So, wir sind jetzt hier angekommen und sind bei Chloe. Und werden noch gleich mal an die Türe klopfen. Na kommt, da müssen wir übrigens auch mal weiterspielen, weil die Chloe, die macht ja die schwarze Witwe-Challenge. Und da haben wir schon lange nicht mehr weitergemacht. Da stehen schon ihre verstorbenen Männer. So, jetzt sind wir hier. Wer ist das? Zane? Und das ist, ich glaube, der neue, den sie hat oder so. Genau. Ja, dann hier. Von Herzen kommt das Kompliment, Mann. Da stehen noch die Zwergis rum. Und mit deiner Schwester mal hier plaudern, Tag verschönern. Und genau. Oh ja, das macht schon von alleine. Ist sehr schön. So, Jonathan hat sich mit Chloe eigentlich auch immer gut verstanden. Deswegen wird er auch mal hier mit ihr reden und. Mal nach ihrem Tag. Oh, er holt sich was zum Essen. Auch nicht schlecht. Okay. Ich wollte eigentlich mal schauen, wo der ganz kleine Fratz ist. Der ist doch auch noch irgendwo da. Die Katzis sind da noch. Da ist er ja. Oh, guck mal. Das ist doch der kleine Süße. Liebevoll umarmen. Tag verschönern. Komm, lese ihn mal im Kinderbuch vor. Du bist doch so süß zu ihm. Er kennt ihn auch schon. Na wunderbar. Ach, ist das nicht schön.
Ja, die lieben sich hier alle. Und der Levi, der hat jetzt aufgehört zu essen. Nee, er heißt nicht. Er ist 10. Levi, sage ich schon. Ich komme wieder ganz durcheinander, man merkt's. Dem Haushalt hier war ich schon ewig nicht mehr. Und ja, genau. Schwer mal von Fitness. Und dann müssen wir mal hier gucken. Die Hühnerchen. Du könntest doch mal hier ein bisschen mithelfen und Futter in der Nähe verstreuen. Und genau, sammel doch mal die Eier ein. Das geht ja. Futter auffüllen. Die haben null Futter mehr. Oh mein Gott. Kein Wunder. Die sterben ja dann alle. Oh mein Gott. Leute, so geht es nicht. Ihr müsst euch um eure Tiere kümmern. Ja. Aber wie gut, dass wir den Jonathan haben. Er hilft da mit. Und sie wird dann Elfriede herbeirufen, ja. Elfriede ist übrigens, ich glaube, die Kuh war das, ne? Und du hast wieder vergessen, was du machen sollst. Naja, das war ja klar. Du sollst Futter auffüllen. Und hier auch. Komm. Da ist die Elfriede. Und guck mal, oh, die ist ja schmutzig. Gib ihr doch Leckerchen. Ach, du hast keine Leckerchen. Dann tu mal Kontakt. Tu die Elfriede umarmen. Wieso kannst du die Elfriede nicht putzen? Ich finde, die sieht schon etwas schmutzig aus, oder? Oh, wie süß. Genau, streichel sie. Das kann man doch machen. Und dann nochmal umarmen. Ja, das gefällt ihr. Kannst du auch mal Eddie herbeirufen? Ich glaube, Eddie war dann das Lama, ne? Unglücklich, schmutzig. Ich würde dich gern putzen, ich kann nur nicht. Ich kann nicht. Kannst du, Elfriede, putzen auch nicht. Die sind alle schmutzig, schaut euch die an. Oh Mann. Wir müssen da echt vorbei. Wir müssen echt zu Chloe. Mal wieder rein in den Spielstand und dass die sich um ihre Tiere kümmert. Die gehen ja echt drauf. Da ist, ich glaube, das ist Chloes Mann. Wie siehst denn du aus? Was hast denn du an? Kennen wir dich? Nö. Wir wollen dich, glaube ich, auch gar nicht kennenlernen. Oh, wir hatten das gemalt. Cooles Bild. Ah, süß, der hat was zum Essen. Oh, ich lieb ihn, ich lieb ihn. So, er sieht ja echt so putzelig aus. Schaut's euch an. Herz allerliebst. So süß sieht er aus. Muss man schon sagen. Jetzt will er raus. Ja, Jonathan, setz dich genau in dem Moment hin, wo ich ein Bild machen wollte. Aber sie kümmert sich schon sehr lieb um ihren Sohn. Na, wie heißt er jetzt nochmal? Chris. Ja. Oh Gottle. Oh nein. Das ist er auch putzig. Sicher jetzt erst. Kuschelt sich da rein. Oh, wie süß. Wer bist du denn? Joey. Okay. Naja, dann waren wir jetzt bei Chloe und gehen dann natürlich mal wieder nach Hause. Oh je, ist schon so spät. Aber Levi wurde befördert. Das ist doch auch mal was. Ja. Also wir haben gesehen, Chloe geht soweit gut den Kindern aus. Sie kümmert sich nur um die Tiere, kümmert sie sich nicht. Also das muss man echt ändern, dass da irgendwas passiert. Wir schauen jetzt mal hier, was er noch machen muss. Was muss denn er noch machen? Gegner studieren abgeschlossen. Na wunderbar, da braucht er nichts mehr. Sie hat ja keinen Job. Jonathan hat, glaube ich, noch einen Job, ne?
Jonathan, was hast du? Nee, ich wollte doch gucken nach Job. Genau. Meereslebewesen erforschen. Nicht begonnen. Guck mal, du kannst doch in der Nacht bestimmt die Meereslebewesen erforschen. Nee, wir müssen dahin. Wir müssen die Meereslebewesen erforschen. Das machen wir. So. Nee, wir schalten das mal aus. Wir wollen dann auch noch das. Ja, das heißt wir. Ich möchte gern auch noch den Geburtstag von Jonathan hinter mich bringen. Das will ich jetzt auch noch dann machen. Und deswegen schicke ich die Jettys doch jetzt einfach mal schlafen. Hier werde ich das dann irgendwann mal im Hintergrund dann umändern. Aber ich werde jetzt das linke Seite Bett zuweisen, dem Levi. Der kann durchaus jetzt hier schlafen. Und deswegen schicke ich ihn jetzt auch ins Bett. Und Jonathan, dann erforsch morgen die Lebewesen. Wenn du jetzt das Basketball spielen willst, geht's auch nicht. Ja, ich lasse die Sims jetzt schlafen und dann werde ich am nächsten Tag mal kurz den Geburtstag noch machen von Jonathan. Ich denke, da wird er dann auch einladen, dass wir alle wiedersehen. Unser Levi ist wach. Frühstückt mal ganz fleißig und oh, über Familienmitglied nachdenken. Er denkt über seine Mama nach. Ach, ist das nicht nett. Ich bin gespannt, wann Jettys aufstehen wird. Die schläft hier noch. Eigentlich könnten wir sie mal aufs Klo schicken, weil sie hat eigentlich schon ausgeschlafen. Du könntest doch auch mal aufs Klo gehen. Dann erledigen wir das alles. Und dann werden wir doch mal im Kalender jetzt die Geburtstagsparty mal eintragen. Ereignis hinzufügen. Wir machen eine Geburtstagsparty. Der Geburtstagssim ist Jonathan. Gäste werden sein Jettys, Levi, Tom, Eileen, Dylan, Chloe, Joey, Zane, Chris, Matteo. Wieso kennt er jetzt Karina nicht? Okay, wir müssen das abbrechen. Wir müssen das mit Jettys machen. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt kennt er die nimmer. Also, Geburtstagskind ist Jonathan. Gast wäre 1, 2. Nee. Ja, jetzt geht doch das. Moritz nicht, den laden wir nicht ein. Matteo, Chris. Den haben wir jetzt alle. Jetzt kennt sie Dylan wieder nicht. Ich werde echt verrückt. Manny können wir noch einladen und ja, die anderen laden wir so ein. Caterer nehmen wir da mal einen. So, wo werden wir das Ganze stattfinden lassen? Ich würde sagen zu Hause und eine Uhrzeit wählen wir. Wir haben jetzt 5 Uhr. Ich würde sagen, wir starten das Ganze um 8 Uhr. So, bis dahin dürften alle wach sein. Und er hat, glaube ich, heute einen Arbeitstag und deswegen wird er sich einen Urlaubstag nehmen. Er müsste auch arbeiten, er wird sich auch einen Urlaubstag nehmen. Er möchte ja natürlich bei dem Geburtstag von seinem Daddy dabei sein. Ja, ich hoffe, das wird auch was. Oh mein Gott, ich bin schon so aufgeregt. Wer kennt denn jetzt eigentlich den Dylan? Kann ja nicht sein, dass hier niemand den Dylan kennt, nur er. Also, das ist ja unglaublich. Dass die Sims sich immer gegenseitig vergessen, geht gar nicht. Wer ist Dylan? Er kennt ihn auch kaum noch. Kennst du Dylan noch? Er kennt Dylan auch nicht mehr. Oh. Also er wird Dylan dann so einladen und ja. Oh, und Lotterie haben wir. Natürlich kaufen wir auch ein Lotterielos. Wo war das jetzt? Irgendwie gar nicht. Ach hier, Lotterielos kaufen. Okay. Da geht das also. Okay. Oh mein Gott. Du kaufst bitte auch ein Lotterielos. Mal gucken, ob wir gewinnen. Ich glaube es zwar nicht, aber okay. Ach, verwerf doch mal das Gemälde. Schon wieder ein Gemälde da. Wieso malt ihr immer? Das ist ja grausig.
Und keiner malt zu Ende. Hier, fortsetzen und fortsetzen. Unglaublich. Was machst denn du hier? Nein, nein, nein. Er wird mal hier alles verkaufen und wir müssen hier weiterentwickeln. Er braucht es hier noch, damit er weiter vorankommt. Ja, so ist es nämlich. Er schafft es. Und unsere Bienchen. Oh mein Gott. Ja, Geburtstagsparty beginnt in bald. Juhu. So, unsere Geburtstagsparty beginnt. Und los geht's. Schick. Schick, sag ich nur. Du musst einladen. Wen musst du einladen? Das jetzt hier. Einladen auf aktuelles Grundstück. Hier. Dylan. Auf alle Fälle. Der muss ja auch kommen. Wo sind denn hier? Ach, guck mal, da kommt schon der Erste. Oh Gott, ist der Butzeli. Natürlich mit Eileen und Chloe ist schon da und ich hoffe, die anderen kommen auch alle. Ich liebe es einfach. Oh. Na kommt, kommt, kommt. Kommt ran hier. Wir machen mal hier den Kühlschrank auf und holen mal unsere Geburtstagstorte raus. Das kriegt natürlich unser Geburtstagskind. Oh, was ist mit dir? Du hast Hunger. Ja, ich warte noch, dass sie alle kommen. Da sind sie. Da kommen doch alle her. Carina, dich haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Ach Gott, ist der süß. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, dass der so tolle Sachen anhatte. Oh, Manny, was war denn mit dir jetzt los? Die heutige Post wurde zugestellt. Okay. Hereinspaziert in unsere gute Stube. Schaut mal, da stehen sie, da sitzt da schon der Levi mit seinem Geld und unterhält sich schon und sagt, ey, schön, alles Gute zum Geburtstag, so ein toller Tag für dich. Teile plündern. Ja, das mach ich mal kurz und dann schmeißen wir das weg. Die Eileen, die gratuliert ihrem Bruder, dass er befördert worden ist. Sehr schön. Das wird hier. Och, ich lieb's einfach. Kommt doch alle rein. Auf. Kommt, kommt, kommt. Noch eine Torte. Jetzt könnt ihr aber essen ohne Ende. Guck mal, du darfst es dann wegwerfen. So. Kommt ihr alle rein? Manny unterhält sich hier mit Tom. Herbeirufen. Wir holen die jetzt mal alle rein. Herbeirufen. Kommt doch alle mal rein. Wo sind denn jetzt die anderen hin? Hallo? Oh, er kennt auch nicht. Guck mal. Fröhlich vorstellen. Ja, ich weiß jetzt nicht. Kommt Dylan nicht? Wen kennst denn du noch nicht hier? Freundlich vorstellen. Ich glaube, du kennst so einige nicht, wenn ich das jetzt sehe. Nö, wir lügen nicht über die Karriere. Wohnungsschlüssel geben. Du kennst, glaub ich, auch Benny nicht, oder? Freundlich vorstellen. Fröhlich vorstellen. Verstehe ich gar nicht. Verstehe ich echt nicht, dass der die nicht kennt. Aber den Tom kennst du noch, oder? Ja. Okay. Die schnappen sich schon hier den Kuchen und wieso kann er jetzt nicht hier seine Torte nehmen? Die muss sich in der Mitte des Tisches befinden. Okay. Ah. Okay. Sich etwas wünschen. Wunderbar. Oh, halt, 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 halt. Ich will da dabei sein. Und. Jonathan ist älter geworden. Oh mein Gott. Armer Jonathan.
Schaut ihn euch an. Oh mein Gott, süßer. Heute habe ich es mal wieder nicht mit der Kameraführung. Nö, Jonathan. Du bleibst jetzt mal hier. Lass mal die Haushaltshilfe bitte das jetzt machen. Aber schaut mal, Libby unterhält sich echt gut mit Benny, oder? Genau, mach ihr doch mal ein Kompliment. Tag verschönern, hier. Tag verschönern. Und mit Karina kannst du doch auch mal hier sprechen. Von Gartenarbeit schwärmen. Liebevoll umarmen. Machen wir alles hier. Wo sind denn jetzt die anderen hin? Echt jetzt? Da ist der kleine Fratzi. Da ist ja der kleine Fratzi. Oh! Genau, freundlich. Da kann ich mir eine Geschichte erzählen. Aber da fehlen noch echt noch andere. Oh, da ist er ja. Eileens kleiner Mann. Kennst du den? Müsstest doch kennen, oder? Du kennst ihn natürlich auch. Und du kannst keine Interaktion mit ihm machen. Ja. Oben befindet sich nur die Haushaltshilfe, die jetzt alles sauber macht. Sehr schön. Aber kann es sein, dass einige nicht gekommen sind? Kann das sein? Dylan ist nicht gekommen. Da gucken wir jetzt auch mal. Ich meine, einige sind nicht gekommen. Nee, sonst sind alle da. Dylan, komm jetzt. Dylan wird gleich da sein. Er ist voll süß, nimmt sich einen Kuchen. Der Caterer, der sitzt halt auch da, ne? Also die Caterfrau. Das ist ja unglaublich cool. Wir linsen mal durchs Fenster. Hallöchen. Wir sehen euch. Die unterhalten sich wohl großartig hier. Ah. Die gucken hier dem Kleinen zu. Schön. Unsere liebe Karina. Ach Gott, herrlich einfach. Ach ja, ist das nicht schön. Alle sind sie da, die ganze Familie. Und unser Jonathan. Er ist überglücklich. Die Familie, alle sind da. Er liebt es einfach. Und ich denke, er fühlt sich richtig wohl hier an seinem Geburtstag. Und Dylan ist immer noch nicht da. Wenn ich das jetzt richtig sehe, wer ist denn das hier? Enya! Ja, hallo! Ja, Enya, die, mit der hatte ich ja Dings gemacht, der AEN Castaway Challenge und habe sie abgeschlossen gehabt und die habe ich dann hier in den Spielstand mit einplatziert. Schön, dass wir die jetzt auch sehen. Ach, wie herrlich. Und der Kleine, der findet es toll. Er spielt hier. Huch. Der hat seinen Spaß. Wunderbar, so muss es sein. So muss es sein. Oh Gott, und der ja auch. Und Eileen ist natürlich wieder die Beste, die räumt jetzt alles auf. Hat du da gerade geknabbert, du Kleiner? Oh, aber das schalten wir aus, ne? Ich kein Fernseher. So, wo ist denn jetzt unser Jonathan? Der steht hier draußen. Jonathan ist überglücklich, man sieht sie ihm an. Die Familie ist alle da und er freut sich einfach, dass alle zu seinem Geburtstag gekommen sind. Ich werde an dieser Stelle jetzt den Part beenden. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr schaut auch das nächste Mal wieder rein, wenn es wieder weitergeht mit an die Arbeit. Ich denke, da werden wir dann mal wieder entweder zu Karina oder wieder zu Eileen gehen. Mal schauen, wie ich das mache. Ja, ich muss da jetzt ein bisschen rotieren. So ist zumindest mein Plan. Über ein Like und ein Abo, falls ihr noch keins habt, würde ich mich natürlich freuen. Schaut auch gern unten in der Videobeschreibung rein, da habe ich ganz viele liebe YouTuber verlinkt von der Sims-YouTuber-Community mit Herz. Auch die machen tolle Let's Plays und es lohnt sich bei ihnen vorbeizuschauen.
Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, schönen Mittag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr die Folge anschaut. Tschüss!